Einen wunderschönen guten Morgen, meine herzallerliebsten Zuschauer. Ich begrüße euch zu einem neuen Orakel. Zeitlos, wie immer, ne? Wir machen das Ganze ja immer zeitlos. Ja, ich muss jetzt erstmal ganz kurz sagen, ich hatte ja gestern Abend eigentlich noch ein Video geplant. Ne, das habe ich ja hier groß angekündigt und auch gesagt, heute Abend gibt es nur eins. Dann saß ich hier aber gestern Abend und ich war irgendwie leer und es ging nicht mehr. Also es ging einfach nicht. Ich muss das echt. Und dann kann man es nicht erzwingen. So, dann kann man es einfach nicht erzwingen. Und dann bringt das nichts. Was ich daraus gelernt habe, ich werde nicht so schnell noch mal eine große Ankündigung machen, wenn ich es dann nicht hundertprozentig zusichern kann. Ich werde dann vielleicht sagen, ich habe ein Video geplant. Aber nicht mehr das kommt, weil ihr freut euch drauf und ich will euch ja auch nicht enttäuschen, ne? Also deswegen. Aber es glaubt mir, meine Liebe, auch wenn du jetzt enttäuscht warst, es hat keinen Sinn, wenn ich mir irgendwas, was leer ist leer, ne? Da kann ich nicht, dann würde ich mir was ausdenken. Und das kann es ja nicht sein, ne? Also das wäre ja wohl das, was gerade eben nicht sein soll. So. Und jetzt fangen wir an hier. Ihr findet auch alles Wichtige in der Beschreibung. Ich bin ja, ach so, ich muss die neuen Abonnenten noch begrüßen. Ich begrüße euch, sind ja so viele neue dazugekommen. Und wir sind ja jetzt schon fast 1000 Abonnenten. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich in so ein paar Wochen hier so viele Menschen gefunden habe, die hier Bock auf meine Videos haben. Das kann ich noch gar nicht richtig fassen. Aber das ist so, ja, und es wurde ja mal in einem vergangenen Video behauptet, wollte erst sagen, die Frage gestellt, aber das wäre ja gut gewesen. Nein, es wurde behauptet, ich will ja sowieso nur ganz schnell 1000 Abonnenten haben, um dann Werbung hier zu machen und Geld ganz reich steinreich zu werden. Und nein, dem ist nicht so. Ich habe nicht vor, hier Werbung zu machen. Das war nicht mein Anliegen. Für mich war das einfach so, und das sage ich jetzt auch, ich bin da ganz offen und ehrlich und erzähle nichts, was nicht so ist. Ich habe hier vor ein paar Wochen angefangen mit dem Kanal, einfach aus einer Laune raus und weil ich eine Plattform haben wollte, in denen ich den Menschen zeigen kann, hier, das ist Mareike, die legt so und so die Karten, ne? So macht die das. Und wenn du Lust hast, dann kannst du dir da auch eine Legung buchen. So, das war mein Anliegen. Und mehr nicht. Und dann habe ich im Laufe also die ersten Videos, ne, die sind ja sowieso katastrophal. Da habe ich auch noch ein paar Däumchen nach unten mehr gekriegt, was ich auch gar nicht wohl verstehen. Aber da war ich auch noch voll blockiert, weil ich auch Ängste hatte. Ne, wenn man das nicht gewohnt ist, so vor der Kamera jetzt hier so zu sitzen und so frei zu sprechen, ist nicht so einfach. Ne? Da war ich auch noch ein bisschen blockiert. Ja, und dann habe ich gemerkt einfach, dass mir das richtig Spaß macht. Ne? Dass mir das richtig Freude macht. Und ich sitze jetzt hier tatsächlich gerne. Ich freue mich wirklich vorher darauf, oh, jetzt mache ich ein Video. Es gibt aber auch Momente, wo es eben nicht so ist. Und dann mache ich auch keine Videos. Das bringt dann nämlich nichts. Und darum ging es ja auch. Ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich eine Plattform haben, wo die Leute das wissen und mehr nicht. So, und jetzt habe ich meine Freude und meinen Spaß daran entdeckt. Ja, und dann mache ich das natürlich auch weiter, weil ihr mir sagt, ey, Mareike, ich gucke deine Videos ganz gerne. Ja, und wenn ich anderen eine Freude machen kann, was will man denn mehr, ne? Wenn man Spaß an der Sache hat und man kann auch jemandem eine Freude damit machen, das ist doch wohl das Rundum-Sorglos-Paket, würde ich sagen. Also, das ist jetzt hier meine Geschichte dazu, zu den Videos und zur Werbung hier. Das wollte ich also nicht machen, das hatte ich nicht vor. Ab 1000 Abonnenten kann man sich ja monetarisieren lassen und dann Werbung machen, aber das war nicht mein Plan. Und das nächste, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe es vergessen. Ja, weiß ich nicht mehr, egal. Fällt mir bestimmt im Laufe der Legung noch ein. Wir fangen jetzt erstmal an hier. So, pass mal auf. Ich will gar nichts vorher jetzt mal hier festlegen. Ich lege die Karten aus und ich will gucken, was sich heute zeigt. Wenn das jetzt auf das Thema Liebe hinausgeht, ne, dann ist es dann so, dann soll es so sein. Ne? Wenn es aber was anderes hier gezeigt ist, dann möchte sich eine Botschaft an irgendjemanden, da möchte eine Botschaft an irgendjemanden und das soll dann auch passieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen das heute mal ganz anders. Wir lassen einfach kommen, was kommt. Das ist mir sowieso am liebsten.
Und ja, schauen mal, ob du. Und für alle, die nicht heute angesprochen sind, bitte seid nicht enttäuscht, ne? Guck mal, wir machen das hier so oft und ich denke mal, da ist jeder mal dabei. Und ansonsten gibt es ja auch mega klasse Videos noch bei YouTube, andere. Und ja, das war's, meine Liebe. Jetzt können wir aber starten. Wir gucken jetzt einfach, was will sich heute zeigen. Und lass uns fließen einfach. So, Orakelchen. Kannst du uns denn mal ein paar Karten geben, damit ich mir ein Bild machen kann, was hier aktuell 3, 6, 8, eine Karte wäre noch schön. Oh, ey. Okay, das waren jetzt ein paar mehr, aber gut, wir machen das jetzt hier so, wie es. Oh, da sind aber wirklich jetzt. Aber egal, ich hatte die vorher so gut durchgemischt. Das mache ich ja sowieso vor den Videos, ne? Ich mische die grundsätzlich. Ich habe hier meine kleinen Rituale, die ich mache, und dazu gehört intensives Mischen. So, okay. Was ist heute wichtig? So, und jetzt. Oh. So, hier ist was, hier geht es um eine Begegnung, ein Treffen, was noch, worauf du in irgendeiner Art und Weise wartest oder was schon besprochen, aber nicht stattgefunden hat. Hier haben wir den Baum, der zeigt mir, ach, dieses Treffen, das geht so, findet irgendwie, das zieht sich, ne? Was auch immer. Wir gucken, es zeigt sich gleich weiter, ne? Auf jeden Fall zieht es sich. Das ist ein Treffen, eine Begegnung mit einem Menschen, der ist vom Typ her, ja, wirkt, kann sehr kühl wirken oder eher distanziert. Noch nicht mal kühl, würde ich sagen. Eher distanziert, immer in einer gewissen Distanz eben halten. Öffnet sich nicht gleich so, aber trotzdem vom Wesen her höflich, freundlich. Also nicht, dass ich sagen könnte, oh, das ist ganz unangenehmer. Ach, hier, guck mal. Hier, ja, guck mal, hier haben wir die Liebe neben dem Hund, ne? Und ich hatte ja mal gesagt, oder des Öfteren gesagt, wenn du meine Videos nicht kennst und heute zum ersten Mal, dann will ich das nochmal sagen. Der Hund ist, hat für mich im Kartenbild immer eine ganz besondere Bedeutung, wo der liegt, weil ich eben so ein totaler Hundefreund bin. Also ich habe zu meinen Hunden, die ich hatte, halt immer so eine ganz besondere Verbindung gehabt und auch zu dem jetzt. Und ich habe mich immer so seelenverbunden mit dem Gefühl. Jetzt für welche Menschen, die vielleicht mit Hunden gar nichts am Hut haben, ist das vielleicht schwer zu verstehen. Aber wichtig ist auch nur, dass du verstehst, was ich mit besonderer Verbindung meine. Ne? Was diese Karte für mich bedeutet und was die dadurch natürlich auch mit diesem Bild hier aussagen will. Das heißt, eine Herzenssache, ne, in einer Herzenssache bist du zu jemandem sehr, sehr eng verbunden. Also, ne, hast du, das ist nicht nur, dass du sagst, Mann, das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Freundin, sag ich mal, als Beispiel, sondern da ist schon was anderes. Das ist eine, da sind die Seelen, kennen sich. So, und darüber haben wir hier das Kreuz. Und das Kreuz heißt jetzt nicht gleich immer, überall, wo das Kreuz liegt, ist karmische, schicksalhafte Verbindung. Bei mir, ne? Ich muss. Bei jedem anders kann das anders sein. So, bei mir ist das so, das Kreuz zeigt nicht immer nur eine schicksalhaft karmische Geschichte, da so, dass man nichts machen kann, da ist ja karmisch, kannst nichts tun, so ist das nicht. Das ist eher eine Lernaufgabe, etwas, wo du durch solltest oder musst, wie auch immer man es nennen soll, möchte. Es schwer zu tragen ist. Das heißt, in der Zeit, wo du durchgehst oder wo du es hochschleppen musst im Berg, das Kreuz hier, das schwere Holzkreuz auf den Rücken, ne, den Berg hoch,
In der Zeit ist das natürlich, das ist anstrengend. Das drückt einen runter, meine ich auch mit, blockiert einen teilweise dann auch am Weiterkommen ein Stück weit. Also macht einen den Weg ein bisschen schwerer. Aber wer sagt denn, dass der leichte Weg der richtige ist? Wer sagt das denn? Ne? Das sagt doch keiner. Und hier haben wir am Ende übrigens die Störche. Und die Störche sagen mir zum einen, da kommt jemand in sein altes Nest zurück, weil die Störche kommen auch in ihr altes Nest zurück. Und eine Veränderung steht an. Irgendetwas verändert sich. So, und jetzt haben wir ja hier die Karte, ups, nee, warte mal, die Karte, und man sieht schon die Sonne, die Sonnenstrahlen so zwischen den Beinchen der Störche hindurchscheinen. Das heißt, guck mal, ne, die recken und strecken, die genießen schon die Sonne, die so kommt, die ist noch nicht ganz da. Das heißt, die vollen Strahlen hat sie jetzt noch nicht. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, ja. So. Die vollen Strahlen hat sie jetzt noch nicht, aber es ist dabei, die Wolken gehen immer mehr weg, es ist dabei, sie verziehen sich, die Sonne kann immer mehr zum Vorschein kommen und ihre Kraft sozusagen, ihre wärmende Kraft geben und die ganze Situation, die Eier von den Störchen, ne, die da ins Nest oder die Kleinen immer, ja, voranschreitet, in der Entwicklung voranschreiten zu lassen. Da hat die Sonne die Kraft, die da langsam, aber erst im Anmarsch ist, ne? Oder in Anflug, hätte ich jetzt schon fast gesagt. So, also, ne, weißt du, was ich damit meine? Das heißt, die volle Kraft, die kommt erst noch, ne? Das ist eher so ein, ach, guck mal hier, die Sonne kommt raus, ne? So. Ach, und hier haben wir sie dann im vollen Umfang, ne, die Sonne. Was ich gerade gesagt habe. Na, hier haben wir dann die Sonne, die denn endlich scheint. Du, jetzt musst du mal bei dir, du, jetzt musst du mal bei dir gucken. Erst, oh. Oh. In deinem Leben musst du jetzt erstmal gucken, damit du auch hier überhaupt mal rausspüren kannst, ob du eine Resonanz da hast. Ne? Du musst jetzt mal bei dir im Leben gucken, wo du so gerne möchtest, dass da so ein Wandel ansteht. Es fühlt sich ja, wie ich sagte, für dich so ein bisschen schwerer an. Das ist eine Situation, die schwer ist. Und dann vor allen Dingen etwas, was hier langsam, ne, la der Baum hier verwurzelt sich wirklich sehr langsam. Ne? Und ja, dann dieser Mensch hier, ne, dein Gegenüber, ich sag das nicht so gerne, ich weiß auch nicht warum, irgendwie kann ich mich mit dem Wort dein Gegenüber nicht anfreunden. Keine Ahnung, wieso das so bei mir ist. Auf jeden Fall, dieser Mensch, mit dem du es hier zu tun hast, der ist, wie gesagt, etwas distanzierter. Ich will mal gleich mal genauer schauen, ob er vom reinen Wesen her so ist oder ob das situationsbedingt gerade ist. Ne? Aber das sind auch gerne Menschen, die so ein bisschen, ja, das Sagen haben, auch gerne selbstständig sich gern machen oder irgendwelche Vorgesetzten Führungspositionen anstreben oder sind, ne? Wie auch immer. Auf jeden Fall für sich so ihr eigener Chef sind, ne? Und gern so die Dinge lenken und leiten, ne? Wenn sie es denn schaffen, umzusetzen. Aber da sind die schon immer sehr nachbestrebt, diese Menschen. So, ja, jetzt ist hier wieder überraschend, kommt hier, ne, hier kommt so der Sarg überraschend reingeschneit. Das heißt, und das wirbelt ordentlich was auf, ne? Das heißt, diese ganze Situation, da kommt plötzlich was wieder in dein Leben, ne, jetzt so in der kommenden Zeit. Und das beunruhigt dich doch ein bisschen. Also da bist du doch so ein bisschen wie aufgescheucht, dass du denkst, so, ah, das ist ein gutes Beispiel. So ein aufgescheuchter Vogelschwarm. Also da sitzt so, gutes Beispiel. Du kennst doch bestimmt die Situation, so ein paar Vögel oder viele Vögel sitzen im Baum, die hast du vorher gar nicht gesehen, weil die da in dem Baum saßen und versteckt waren. Dann gehst du daher oder irgendwas kommt, ein Tier rennt daher, ein Hund, eine Katze, was weiß ich. Und auf einmal geht da wusch, der hörst du nur noch und die ganzen Vögel fliegen da, fliegen hoch und da wurde dir erstmal bewusst, wie viele das überhaupt waren. Ne? So.
die da saßen. So musst du dir das vorstellen. Und diese Sache ist aber wichtig, denn du hast wieder mal, da wird dir wieder mal eine Chance gegeben, dich zu einem Schmetterling zu verwandeln, entwickeln. Entwickeln. Das ist nicht leicht, da musst du, das ist nicht schön und nicht leicht und da musst du auch als Raupe ausharren hier immer zeitweise in deinem Kokon und da irgendwo baumeln am Strauch oder was weiß ich, wo auch immer und ausharren und diese Transformation zulassen und verstehen auch, ne, und versuchen mitzugehen da, mitzuhelfen. Und ja, dann als wunderschöner Schmetterling dann daraus hervorzugehen, viel mehr Möglichkeiten, denn du kannst dann fliegen, du bist nicht mehr hier wie die Raupe, die hier, ne, nur vor sich hin krabbeln kann, da 3 Zentimeter in der Stunde, kannst du dich emporheben, fliegen, kannst von oben alles betrachten, eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Sichtweise ermöglicht dir das plötzlich. Du hast auch die Möglichkeit, viel schneller aus einer Situation herauszugehen, weil ein Schmetterling, der kommt mal, der fliegt weg und zack, weg ist er, weg und weg ist der wunderschöne Schmetterling. Aber eine Raupe, ne, stell dir mal vor, die will weglaufen, ne, oder wegkriechen. Also da kannst du, ne, also da ist keine Chance, würde ich sagen. Und deswegen ist dieser Prozess, den du da gerade mitmachst, wo du da sagst, mein Gott, ne, das ist warum oder was auch immer du dir für Fragen gerade stellst, nimm das einfach an, du wirst es eh jetzt nicht hundertprozentig erfassen oder erblicken können. Das ist leider so, das können, oder vielleicht ist es auch gut so, das können wir erst hinterher, ne, in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo du sagst, boah, ich weiß ganz genau, warum das jetzt ist. Passiert oder so. Das gibt es natürlich auch, aber ich meine jetzt eher so diesen großen ganzen Verwandlungsprozess. In der Zeit, wo die Raupe in diesem Kokon drin ist, ist sie sich gar nicht bewusst, dass die da als Schmetterling rausgeht. Verstehst du? Die nimmt das einfach mal so an und sagt, okay, ich nehme diesen Lauf der Natur, ne, was wir unter Natur ist ja eine natürliche Entwicklung. Ich nehme diesen Lauf jetzt einfach mal an. Geh da in diesen, lass mich hier mal einspinnen, entwickel mich mal ein, ne? Ich habe diesen inneren Antrieb, also gehe ich dem einfach mal nach, ohne zu wissen, warum, wieso, weshalb. Ne? Und dann im Nachhinein, dann weiß ich es ja, wenn spätestens, wenn sie wegflattert. So, ich hoffe, so war's. Ich hoffe, das ist sehr verständlich jetzt rübergekommen. So, und weißt du, es ist jetzt schwer. Das kann. Was hier sich jetzt gerade zeigt, ne, das muss noch nicht mal auf die Liebe ganz 100% bezogen sein. Denn das kann auch eine andere Entwicklung, wo du es mit so einem Menschen, wo ein Termin irgendwie im Raum steht nach hinten, theoretisch könnte das beruflich sein, das könnte aber auch Familie sein. Ne? Hier liegt jetzt nicht für mich ersichtlich ein klarer, weil wir wollten ja einfach mal. Es ging ja um die Botschaft, was heute an weitergegeben werden sollte. Und ich denke mir, da ist es jetzt eigentlich nicht wichtig, ob es jetzt Liebe, ob es Beruf, ob es Familie, wichtig ist die Botschaft darin. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses Orakel nennen soll, ehrlich gesagt. Wie betitel ich das denn, dass jemand weiß, ja, ist das für mich, irgendwie fühle ich mich da hingezogen? Das ist schwer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das noch überlegen. Jetzt bleiben wir erstmal hier. Ich möchte mal erst eher auf die ganze Situation hier und zwar so richtig mittelschreien. Mal nur so ein Kärtchen haben. Ups, ne. Liebes Orakelchen. Könnten wir. Jo. Jo, die nehmen wir mal. Wir nehmen die einfach mal, oder? So, warte. Ich muss hier eben Platz schaffen. Bei mir auf dem Tisch ist es sehr eng. Ich habe ja gesagt, ich besorge mir noch einen größeren. Aber. Alles zu seiner Zeit. So, jetzt haben wir mal, gucken wir mal, was du hier hast. Oh, ich sehe nicht. Ah, Stärke. Okay. Ah, ja, guck mal, die Stärke. Diese Karte zeigt dir. Siehst du die hier stehen? Guck mal.
Die steht da mit Leichtigkeit, ne? Spielt da nur so ein bisschen nebenbei mit den Schmetterlingen, steht hier mit auf diesem Fels in der Brandung sozusagen und hält die ganze Welt in ihr mit Leichtigkeit und Freude in ihrer Hand. Und das ist bei dir auch. Du hast die ganze Welt in dir. Und die ganze Welt bist du im Grunde genommen. Also als Metapher jetzt mal so ausgedrückt, ne? Also du hast tatsächlich alles in dir und du hast die Stärke, du hast sie. Und wenn du tausendmal sagst, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das, ne? Du hast die Stärke. Wenn du die Wahl triffst, wenn du die Wahl triffst, dass du sie hast, dann hast du sie. Ich hoffe, das ist schwer zu erklären. Also das ist eine Entscheidungsfrage. Man kann sagen, boah, ich bin vom Schicksal gebeutelt. Ich weiß nicht warum, ich ergebe mich da. Ich bin wahrscheinlich, als Beispiel, soll ich niemals die Liebe in meinem Leben haben. Die wahre Liebe, dass ich geliebt werde oder so. Das ist schon allein fatal. Du hast immer die Wahl. Du kannst sagen, entweder so, das ist jetzt so in meinem Leben, ich bin halt, das ist mein Schicksal. Oder du sagst, okay. Und jetzt erst recht, denn ich weiß, wenn ich es will, ne, wenn ich es will und daran glaube, dann werde auch ich noch die Liebe erleben. Ich gucke jetzt viel lieber mal dahin, was kann ich tun, um dahin zu kommen? Ne? Oder wo ist der Stachel? Oder was, warum wiederholt sich was? Ne? Du weißt, wie ich meine. Das ist eine Entscheidungsfrage, meine Gutste, mein herzallerliebstes Butterblümchen. So, und jetzt hier der magische Fluss, und da ist es. Du hast die ganze Welt in dir. Pass mal auf, denn das Leben ist ein magischer Fluss, der fließt. Und guck mal, wie wunderschön. Ne? Da kommt immer wieder neues Wasser daraus, da oben. Ne? Das ist aber im Grunde auch wieder ein Kreislauf. Und das beschreibt das Leben wunderbar. Denn wenn du in den wunderschönen, funkelnden Fluss mit den verschiedensten Lebewesen und so weiter, wenn du da reinspringst und nicht versuchst dagegen und ich will aber doch das und das und deswegen auch, wenn mir meine innere Stimme sagt, nee, ich weiß oder ich bin mir nicht sicher, ich höre meine innere Stimme nicht, ne? Dann muss man sie finden wieder. Aber dann muss man erstmal zu sich wieder finden und seine Stärke überhaupt erstmal. Das ist dann der erste Schritt. Das ist aber auch dann ein Verwandlungsprozess, ein Sarg, ein Kokon, ne, wo ihr wieder als Schmetterling raus hervor. Dann ist dann gerade der Weg, diese Stärke wiederzufinden. Denn sie ist da, meine Liebe. Sie ist da. So, und dieser Fluss, ne, du kannst also da reinspringen und dann spürst du so die leichte Strömung, mal spürst du sie ganz stark und du brauchst überhaupt nicht mitschwimmen, sondern kannst dich treiben lassen in dem Fluss und dann mal wieder gibt es Stellen, wo du richtig mitschwimmen musst und erstmal spüren musst oder auch mal einen Moment vielleicht verweilen musst, um zu spüren, Moment, wo geht die Strömung gerade hin? Wo geht's hin im Moment? Ne? Das ist nicht immer gleichbleibend, fließend, sage ich mal so, sondern da muss man ab und an auch selber mal gucken, wieder sich ausjustieren und gucken, Moment, ach, Entschuldigung, jetzt klingelt es bei mir, ich glaube, das ist der Paketbote. Ich mache mal eben das Video auf Pause. So, Schusseline ist weg. Es war der Paketbote, ich habe es geahnt. Ich musste das mal eben machen, weil der sonst nämlich 50 Mal klingelt. Der ist so kackendreist und deshalb musste ich da jetzt hingehen. Ich kenne das nämlich schon. So, jetzt geht's aber weiter. Wir waren nämlich hier beim Fluss des Lebens. Ich weiß das aber auch noch ganz genau. Wir haben nämlich diese beiden Karten hier noch. Fluss des Lebens, ich habe ja gesagt, da musst du an mancher Stelle einfach mal so ein bisschen spüren, ne? Wo fließt es, zieht es mich hin? Und es ist dringend ein Hausputz nötig. Damit meine ich nicht, du sollst jetzt hier deinen Besen aus der Ecke holen und erstmal ordentlich durchfegen, sondern damit ist gemeint, dass du da mal jetzt mal aufräumen musst, ein bisschen an mancher Stelle in deinem Leben. Ich habe mir auch überlegt, wirklich, ich werde das ist kein spezielles Liebesorakel. Ich habe mir nämlich vorher, ne, mein Smalltalk mit der geistigen Welt gehabt und habe gesagt, ich möchte gerne, dass der
Herr sich zeigt, also der Herr eben, ne? Der Mann sich im Bild zeigt. Und zwar deutlich an einer Stelle, wo ich sehen kann, ah ja, klar, da ist, geht es um, ausschließlich um die Liebe. Jetzt liegt hier zwar die Liebe und eine Verbundenheit, das heißt, das ist hier trotzdem bei dir in irgendeiner Form Thema, ob das jetzt die Liebe ist oder ob das jetzt an anderer Stelle ist. Das lassen wir mal so dahingestellt. Ich werde das auch hier, glaube ich, allgemeines Orakel trotzdem nennen. Denn, und hier, ne, dann geht es noch um eine Situation, das kann jetzt zusammenhängen oder eben nicht, wo du auf einen Termin, eine Begegnung wartest. Das kann in beruflicher Hinsicht, das kann Familie, das kann aber auch die Liebe sein. Ne? Und wo du sagst, mein Gott, ne, wo sich so langsam, und ich habe ja auch den Herrn, der da eine Rolle spielt, auch beschrieben, so dass du gucken kannst bei dir, wo ist es? Ist es die Liebe? Ist es der Beruf? Ist es, ne? Es ist auf jeden Fall egal was, bei dir ist ein Hausputz nötig. Das heißt, deine Wohnung muss entstaubt werden, deine seelische Wohnung, ne? Dein Inneres, bei dir im Innern muss ein bisschen, musst du noch mal gucken, wo ist der Fl wo fließt es, wo ist der Strom, wo geht's denn hin, wo kannst du dich denn ein bisschen mehr mitgleiten lassen, dass es nicht so anstrengend ist, ne, dass du nicht so anstrengend schwimmen musst die ganze Zeit, ne. Und dafür, um das mal wieder überhaupt zu merken, muss da mal aufgeräumt werden bei dir, egal an welcher Stelle. Und dann, ne, wenn das passiert und du da mal wieder so den alten Staub aus der Ecken rausfegst, ne, dann kann ich dir sagen, dann wirst du auch deine Stärke und dann wirst du die genauso leicht deine innere Welt, ne, die sich, das ist deine innere Welt. Das ist aber die ganze Welt. Und die trägst du dann auch mit Leichtigkeit. Zwar nicht immer, ne, aber man kann seine Stärke immer wieder neu entdecken. So, mein Hasilein, ich würde dann das Video jetzt hier an der Stelle erstmal beenden. Ich will jetzt nicht sagen, ich mache auf jeden Fall noch ein anderes Video, aber ich habe es tatsächlich geplant. Also ich muss jetzt mal eben gucken, weil, wie gesagt, mein Sohn hat ja Online-Schule und ich muss jetzt erstmal gucken, wie gut der arbeitet. Und wenn das dann gut läuft und das von den Stundenplan her passt, dann kann ich auch noch eine Legung machen. Und wenn dir das Video gefallen hat, ne, ich würde mich freuen, wenn du mir dann auch einen Däumchen nach oben geben würdest. Ne, damit ich so weiß, okay, das hat den einen oder anderen vielleicht gefallen. Und dann würde ich das auch nochmal wiederholen oder eben nicht. Oder schreibt mir in die Kommentare, ob ich sowas mal öfter machen soll. Weil mir geht es ja darum, ich will euch ja glücklich machen. Ihr sollt ja, ich möchte ja wissen, was wollt ihr, ne, wäre für euch mal interessant. Na, ich nehme das dann auch alles so, wie es kommt. Also das war jetzt heute für mich einfach mal, ich wollte es mal anders angehen und nicht auf ein bestimmtes Thema legen. Ne? Dass wir uns auf, ich wollte mich nämlich auf diesem Kanal nicht nur auf die Liebe spezialisieren, sondern ab und zu oder beziehungsweise ausschließlich nur die Liebe, sondern ab und zu auch mal die anderen Themen. Die sind nämlich wichtig manchmal, damit das mit der Liebe auch funktionieren kann. Ne? Das eine hängt mit dem anderen oft ja unmittelbar zusammen. So, meine gute Butterblume, jetzt sage ich mal hier an der Stelle. Alles Gute, das wird alle gut, denn vergiss mal nicht die Störche, ne, die hier sind. Und ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt, ne? Am Wochenende gibt es die Verlosung. Ich freue mich schon total drauf. Und ja, das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Alles Liebe an euch. Tschüss.